Hi Leute und willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Im letzten Part haben wir angefangen, den Platz zu befreien, an dem wir unsere Stadt gründen wollen, und haben auch angefangen, dafür die Baumaterialien zu suchen. Holz würden wir hier in Nyos Wald bekommen. Das Problem ist, der Wald gehört Nyo nicht mehr, sondern dem obersten Idioten in Goldorado, wo Nyo den Wald verspielt hat beim Glücksspiel. Und wir müssen dort jetzt hin und irgendwie versuchen, den auszutricksen, damit wir wieder in den Besitz des Waldes kommen, damit wir den dann abholzen können, damit wir unsere Stadt aufbauen können. Okay, er ist dort hinten. Das heißt, über die beiden Brücken rüber. Kommen wir da zu der Truhe, die da rechts war? Aha. Ui. Die ist ein bisschen stark. Kannst du dich nochmal wegdrehen? Okay, MP, Verbrauchssenkung, Zauber Plus. Ja, lassen wir mal so. Na, sammeln wir das ein. Osterei, okay. Platinaxt, kann er die nutzen? Eigentlich hatte er, genau, er hatte irgendwo eine Axt. Lol. Wie stark die ist. Stehst du weg, weg. So, hier über diese komischen Sandhügel und dann weiter, ne? Ja. Okay.
Ha. Careful, everyone. Oh, das noch mal so ein Schnellreisepunkt. Oh, da sind wir auch schon. Aber ich habe da eine Truhe gesehen, die ich gern hätte. Nee, bleib da, bleib da. Aha. Geh mal weg, du Viech. Hier nochmal looten. Scharfe Nudeln. Ach, siehst du, dieses Food habe ich noch gar nicht benutzt, ne? So, dann gehen wir mal rein hier. Nach Goldorado. In diesem Land gibt es staatliche Casinos. Das lockt die Touristen an wie Mist die Fliegen. Interessant, staatliche Casinos. Lass uns auf gut Glück einfach direkt zu Sixtinios gehen. Wenn das nichts bringt, überlegen wir weiter. Okay, vielleicht lässt er sich ja überzeugen, dass er mit dem Wald zu weit gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir nach ihm suchen müssen sollen. Also, wenn ich hier König wäre, würde ich bestimmt in diesem Schloss-Ding da oben wohnen. Und das oberste Orakel ist doch im Grunde genommen der König dieses Landes. Aha. Gute Idee, versuchen wir es. Zumindest mal dort. Lol. Das Ding ist so groß, dass hier mehrere Schnellreisepunkte sind in der kompletten Stadt. Ach, hier leben so Hunde, Füchse,
Wölfe, sowas bestimmt. Falls euch nach da oben, also immer straight dahin. Gosh. Oi. Ist da nochmal. Achso, habe ich das gezeigt mit dem Schnellreisen? Ich glaube nicht. Hier so. Hat man einfach auf der großen Karte denn die Punkte. Und wenn du denn auf der kleinen Karte bist. Ja. Das ist schon gut groß, das Ding. Ja, lol, noch eine. Okay, ist hier mit anstellen. Was ist denn hier los? Scheint ein Fest oder so zu sein. Vielleicht bekommt ihr was zu sehen. Der große Kubikus bestimmt die Steuerrate für diesen Monat. Wenn der Würfel auf eine 1 landet, werden die Steuern für diesen Monat gestrichen. Wie? Keine Steuern? Allerdings hatten wir jetzt schon zweimal nacheinander eine 6. Was bedeutet eine 6? Bei der 6 werden die Steuer versechsfacht. What? Haben die Leute dann überhaupt noch genug Geld zum Leben? Die wenigsten haben genug Geld, aber das ist nun mal Schicksal. Hoffen wir, dass wir diesen Monat eine 1 bekommen. Mit einem Würfel die Besteuerung der Bürger zu bestimmen, ist doch absurd. Findest du, man könnte sie natürlich bestimmen wie alle anderen Länder auch. Aber das wäre ja langweilig. Ist doch viel spannender, wenn man ein Glücksspiel ausmacht. Genau, ein Glücksspiel, was die Leute immer verlieren. Genau. Wir machen das nicht nur bei den Steuern so, sondern zum Beispiel auch bei Gerichtsverhandlungen. What? Das Urteil wird ausgewirbelt. Ja klar, wer Glück hat, wird freigesprochen. Ein Pechhund wird bestraft. Oh, da ist Sextinius. Gleich beginnt die Zeremonie. Lady of Fortune, may luck be on our side this month. Ja, ich glaube, für diesen Monat werden wieder versechsfacht. So ein Mist, schon wieder eine 6. Wow, weh, aber das kann man, da kann man nichts machen, der Würfel hat gesprochen. Das war also Sextinius. Allem Anschein nach ist das nun schon der dritte Monat in Folge, in dem eine 6 fällt. Oh, flippin' heck. Das kann doch gar nicht sein. Da mogelt doch irgendwer. Listen here. Mag sein, aber beweisen können wir es nicht. Köpfen wir uns doch erstmal dieses
Oberorakel vor. In dieser baut dort. Das nennt man anscheinend das große Orakulum. Da ist Sextinius vorhin reingegangen. Okay. Unbefugte haben hier keinen Zutritt. Wir kommen im Auftrag von Nier. Wir müssen etwas mit dem Oberorakel Sextinius besprechen. Könnt ihr das abkürzen, bitte? Sextinius ist ein vielbeschäftigter Wauz. Er empfängt zurzeit keine Besucher. Es ist aber dringend. Das spielt keine Rolle. Say. Was sagst du dazu, wenn wir die Würfel darüber entscheiden lassen? Gewinnen wir, lässt du uns durch. Ihr wollt gegen mich würfeln? Nee, wuffeln. Okay. Very well. Hört, hört. So soll es sein. Wenn ihr aber verliert, werdet ihr einen entsprechenden Preis bezahlen müssen. Ich bin Rip. Und mit Preis meinst du Geld, habe ich recht? Nun gut. Ich würde die nötigen Vorbereitungen treffen. Wenn ihr euren Wetteinsatz beisammen habt, sagt mir Bescheid. Was? Hä? Ich hatte meinen Würfelspiegel geschlossen. Lul, ihr wollt mich verarschen. Dann bin ich instant pleite, wette. Ich hoffe, ich krieg dann auch 1000 von ihm, wenn ich jetzt gewinne. Wir spielen schwarz und rot. Für dieses Spiel braucht man 3 Würfel. Ich werde zuerst 2 Würfel werfen. Dann, bevor ich den dritten Wurf werfe, müsst ihr wetten, ob die gesamte Augenanzahl aller 3 Würfel 10 übersteigen wird oder nicht. Wenn ihr glaubt, dass die Summe der Augen 11 oder mehr betragen wird, sagt ihr rot. Ich glaube 10 oder weniger, sagt ihr schwarz. Es gibt jedoch eine Sonderregel. Fallen 3 Einser oder 3 Sechser, so kehrt sich rot in schwarz um. Oh Gott, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. 3 Einser zählen 3 Augen, aber gelten als rot. 3 Sechser zählen 18 Augen, aber gelten als schwarz. Also verstand die Regel ganz einfach. Alles klar. Wenn wir jetzt nur günstig fallen, gewinnen wir auf jeden Fall. Ein Glücksspiel, wenn nach alles. Well now. Hey, Fortenweg, das sind heilige Würfel. Nur wir Orakulos dürfen sie verwenden. Also, das Spiel beginnt. Ich werde jetzt 2 würfeln. Okay. Er hat ja eben gerade gesagt, wenn es 3 Sechsen sind, sind es mindestens immer die eine Farbe und 3 Sechsen die andere. Das geht jetzt schon mal nicht. Wir haben 7. Oh, ja, toll. Ich nehme an, es wird immer das, was ich nicht nehme. Ne? Kann das sein? Das sind bestimmt Würfel, die nur 6 und nur 1 würfeln oder irgendwie so. Kann das sein? Er hat irgendwas von 3, 6 und 3, 1 gesagt und jetzt sehe ich dann eine 6 und eine 1. Very well. Pass auf, ich nehme jetzt rot, also es ist über. Kommt, jetzt würfelt er eine 1, ne? Pass auf, ja. Okay, ist also alles abgekartet. Um.
Lol, ich kann nicht mehr aufhören. Mit Vergnügen. Da kann ich nicht Nein sagen. Hey. Go on, my son! Pass auf. Ja klar, pass auf. 2-1. Wenn ich jetzt schwarz sage, also dass keine 1 mehr kommt, dann kommt eine 1. Pass auf. Und? Ja. Ja. Wir können da also nichts machen. Ich kann das also genauso gut jetzt durchskippen. Ist egal. Wir können gar nicht gewinnen. Ist geskriptet. Es kommt immer das Gegenteil von dem, was ich drücke. Pass auf, jetzt sagen wir. Also ein Schwarz, dass noch eine 6 kommt und. Na? Es kommt wieder eine 1. Ihr habt verloren und schuldet mir nun 10 Mille. Was? Snakes alive! Was? 10 Mille? Der Einsatz war doch 1000. Was denn? Ich habe euch doch vor jeder neuen Runde gewarnt, dass der Wetteinsatz steigen wird. Oh my! Very well. Reichen könnt. Wenn ihr eure Schulden nicht sofort begleichen könnt, müsst ihr eben eine Kredit aufnehmen. Ein Kredit. Was ist ein Kredit? Do not be alarmed. The creature will leave you when your debt is paid. Geld her. Lull. Okay, das ist einfach vom Spiel blöd gemacht, dass das durchgeskriptet ist, dass man da gar nicht gewinnen kann. Also war aber auch irgendwie klar, wenn hier alle schummeln. Was machen wir jetzt? Wir können Sixtinius nicht treffen und jetzt sind wir auch noch verschuldet. You owe me! You owe me! Sie könnte ein Schwert nehmen und den Kopf abschlagen. Ach, halt den Schnabel, dämliches Vogelfee. Guckt euch mal um. Wir sind hier nicht die Einzigen, die so ein Geflügel an der Backe haben. Bevor ich es vergesse, ist euch aufgefallen, wie merkwürdig ich das Spiel vorhin der drei Würfel bewegt hat? Das habe ich auch gedacht. Was, ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mir nur aufs Ergebnis konzentriert. Ich vermute, dass sich in diesen Würfeln eine Art Mechanismus befindet. Und deswegen wollte der Orakelkerl mich seine Würfel nicht anfassen lassen. Von wegen heilige Wuffel. Wenn wir so einen Würfel in die Finger bekommen, dann können wir vielleicht beweisen, dass hier falsch gespielt wird. Lasst uns mal unser Glück in dem Casino versuchen. Da die Casinos hier staatlich sind, kommen bei den Würfelspielen bestimmt die gleichen Trickwürfel zum Einsatz. Einverstanden. Ja, das ist eine gute Idee. Genau. Schulden haben und dennoch ins Casino gehen. Ey, auf ins Casino. Haha. You owe me! You owe me! Kann man den irgendwie abmurksen?
Kann man dem Vogel den Hals umdrehen? Das Casino war ein Tiefer, ne? Da ist noch so ein Typ. Ein Augenblick die Herrschaften. Im Casino 6 Augen ist Personen mit Krediten die Spielteilnahme leider untersagt. Oh, ach so. Das dürfte kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spiel nur zusehen. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr cool alt. Ich wünsche euch einen unterhaltsamen Aufenthalt. Fett mit einer Goldkette. Alright. Das ging ja gerade noch mal gut. So sieht also ein Casino von innen aus. Wenn wir alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. Jemand hat uns gesehen und das natürlich gleich geteilt, damit jeder andere weiß, dass wir leben. Toll. Schon wieder eine 6. Ja, ja, das hatten wir. So. Ich dachte, Leute mit Krähen kommen hier nicht rein. Der ist auch drinne. You owe me! You owe me! Oh Gott. Guck, hier gibt's Schwerter und... Oh. So, du kannst was sagen, euch gehört. Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus, von wegen die Wuffeln seien gezinkt. Aber das ist völlig Unsinn. Das hier ist schließlich ein staatliches Casino. Und in Goldorado sind die Wuffel heilig. Da würde doch niemand falsch spielen. Das wäre ja Verrat am großen Kubikus. Aha, die sind alle am Ende. Glauben den Scheiß. Ja, die sind eine Klasse für sich, was? Wenn ich solche Wuffel hätte, würden die Frauen auf mich fliegen. Leider ist das die gleiche Art Wuffel, die auch der Oraculus verwendet, die man nicht einfach im Laden kaufen kann. Also schlag es dir besser aus dem Kopf. Gewöhnliche Leute wie wir können von so was höchstens träumen. Alter, ich schlag irgendeinen und nimm den die Würfel weg. Hallo? Macht das Spiel doch nicht so kompliziert. Oh, ob mir hier im Casino irgendwas komisch vorkommt? Naja, die Kopiers scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Auch wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfter zum großen Kubikus gehen und mein Glück aufpolieren. Jeden Tag. Nein, dreimal pro Tag. Okay. Well now. Wie ich es mir gedacht habe, die Kopiers in dem Casino benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie die Oraculus. Also mogeln sie wahrscheinlich auch. Lol, hat er eine fette Schuldenkrähe.
und wie hier und wie die hier mogeln. Darauf schwöre ich jeden Eid. Money! Geld her! Oh, come on! Ich glaube, ich spinne. Du hast die ernsthaften Vogel aufbrummen lassen. Naja, ich hab mich wohl ein bisschen von der Stimmung hier mitreißen lassen. Okay. Wie viel Miese hast gemacht? Nicht viel, bloß ein paar, ein Gentleman redet nicht über Geld. Mal wieder typisch, der hat den Kopf auch nur, damit es nicht zum Hals reinregnet. Egal, ich habe was Wichtiges, das ich euch zeigen muss. Aber, okay. Lass uns eine Herberge suchen, okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier Schluss. Ich gehe zur Herberge und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.